Ja, jetzt stand ich hier vorhin mit meinem Schmetterling und das hat ja eigentlich wirklich großen Spaß gemacht. Danke dafür. Aber dann habe ich die Blicke von der Jury gesehen. Und da wusste ich genau, die wollen mir meinen Schmetterling klauen, meinen selbstgebastelten, ja. Und deswegen habe ich mich jetzt in der Pause gerade mal mit dem Thema Unsichtbarkeit auseinandergesetzt. Also wie kann ich diesen Schmetterling verschwinden lassen, sodass man ihn nicht mehr sehen und dann auch natürlich nicht mehr klauen kann, ja? Wie sehen wir den eigentlich nochmal? Wir haben vorhin gesagt, man sieht das Licht, das reflektiert wird. Jetzt ist es aber leider nicht genug, einfach nur zu verhindern, dass Licht reflektiert wird. Ansonsten wäre ich jetzt fertig, ja, weil Schwarz nur wenig Licht reflektiert. Aber wenn man genau hinguckt, dann kann man ihn noch wahrnehmen, ja. Nee, wir müssen es stattdessen schaffen, dass alles Licht irgendwie um diesen Schmetterling herumgeleitet wird, sodass man auch sieht, was dahinter ist. Und jetzt ist es in dem Fall so, das kann man sich vorstellen wie bei einem Stein, der im Wasser liegt. Ja, wenn der Fluss auf diesen Stein trifft, dann spaltet er sich auf und kommt dahinter wieder zusammen. Und das ist natürlich ein relativ abstraktes Konzept, das sehe ich ein, ja, weil wir gewohnt sind, dass Licht sich geradlinig ausbreitet, dass wir eben nicht einfach so um Kurven gucken können, nicht sehen, was hinter uns ist. Und deswegen scheint das erstmal seltsam zu sein. Aber das Schöne an der Physik ist, wir haben Formeln. Ja. Ja, es ist nur für Physiker schön, sehe ich ein, ist nur für Physiker schön. Aber jemand hat sich die Formeln dann vor 10 Jahren mal angeguckt und hat gesagt, dass ich tatsächlich meinen Schmetterling in eine Kugel packen kann. Ja? Und wenn mein Schmetterling in einer Kugel ist und ich bestimme an jedem Punkt dieser Kugel das Material, wird mein Licht um eine Kurve geleitet. Das ist ein bisschen wie bei einem Strohhalm, der im Wasserglas steht. Da ist oben Luft und darunter ist Wasser und dann hat der Strohhalm so einen kleinen Knick, wenn man sich das anguckt. Und genauso kann ich das Licht um eine vollständige Kurve leiten und dann wird die Kugel und alles innen drin unsichtbar. Jetzt ist es nur leider so, viele von den Materialien existieren gar nicht. Ja? Das ist ein großes Problem. Also es gibt einfach auf der Welt keine chemischen Verbindungen, die diese Eigenschaften haben, die ich bräuchte in der Kugel. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Schmetterling. Wir haben ja vorhin schon gelernt, dass wir da Licht beeinflusst haben, nicht mit Hilfe der chemischen Verbindungen, nicht mit den Atomen und Molekülen, sondern mit der Form der Struktur. Und wenn ich mir solche Formen ausdenke, dann kann ich die in meine Kugel machen und alles innen drin wird unsichtbar. Jetzt ist es leider nochmal so, warum stehe ich hier nicht mit einer Unsichtbarkeitskugel, ja? Die müssten sehr klein sein. Also nochmal kleiner als bei dem Schmetterling, wirklich winzig. Und da wird es einfach schwierig, irgendwas zu produzieren. Und es gibt noch ein paar andere Probleme, grundlegende, die zu lösen wären. Aber wer weiß, vielleicht kann ich dann ja in 20 Jahren wieder hier stehen und Ihnen etwas über Schmetterlinge erzählen, ohne Angst haben zu müssen, dass er mir danach geklaut wird. Dankeschön.